So, Tag 5, Saas und 7 von meiner Oasis-Texas Tour. Den 5. Tag dann fuhr ich von Oasis fort. Ich fuhr bei Presidio. Bleibst du danach. Und du im Presidio, als ich zu Mittag hätten da, traf ich eine sehr live-tourige Pareja. Charlie und Sally. Und ich war ein, dass Sally auf 37 Jahre mit seinen Kindern geschoben hat. Wat extra help broken down. So ze vreed zich af het over dat deel. En ze vreed zich af het therapiecentrum. So de volgende dag dan voel ik weer van Presidio dan wat Marfa. Zoja schwoa, veel die een wind gevoren. En zoja huwe uiwas, hoe ik nap voor mis. Over half alle geschoofd. En dan een vriend laat me weten dat hij had Marfa een motel geboekt voor mij. Een stoel geboekt hoe ik kan sloepen. So, ich kam bei dir, ich bot mir, ich bot nur ein Restaurant, und die Avers noch mal Marfa sein, würde ich ihn tauruden, du bist St. George Hotel. Dort Restaurant, wo du ihn hast, auf sehr schönes Eten. Und dann kam ich drei, und dann werde ich freuen. So, von der an, dann der 7. Tag, kam ich von Marfa hier bei Belmarais, und hier war ich dann die Nacht geblieben. Mein Onkel hat hier einen Campingtrailer, der schafft hier mal in diesem Jahr und so. Ich war hier bei seinem Campingtrailer nachgeblieben. Nicht, dass ich hier so zurückkomme, dass ich mit Boden kann. Und ich habe hier sehr feine Zeit gehabt. Von der haben wir viel mehr bei auf. Und ich kann irgendwie was mit Madwind fahren, so dass wir von der haben leichter als gestern. Und schon leichter. So, ich will so ein paar Donnerstag so was. Bad Seminole zu sein. So, eigentlich soll ja nie Menschen kennenzulernen. Und so, das war ich von der auch noch gerade dort. Ich war hier, ich hielt an bei einer Picknick-Area an. Und dort traf ich Ricardo und Lisa. Ricardo ist von Deutschland, Lisa ist von Ontario. Und sie sind noch Touring bis mit 40. Aber ich habe eine gute Vertal mit ihnen und habe mich gefreut, ihnen kennenzulernen. So, jetzt mit wo will ich nun sein? Folgen wir war ein Fan. Glückt euch, also der neue Fan, dass ich mich folgen darf. Ich war bis noch sehr müde, ich bin noch nicht ganz gewarnt. Es ist sehr viel Paddeln jeder Tag. Aber ich glaube, ich war noch gewarnt worden. So, denkt an, wir halten Tänge mit dir. Wir halten ein Kind auf einmal, ein Kilometer auf einmal. Animo!